Da ist es also, das berüchtigte und oft zitierte Sommerloch. Zumindest im Bereich wirklich großer Produktionen herrscht auf dem PC im Juli nämlich eher Flaute. Das muss aber gar nicht schlimm sein, die Zeit kann man beispielsweise nutzen, um die letzten Nebenquests in Witcher 3 abzugrasen oder um auf die Veröffentlichung einer voll funktionsfähigen Fassung von Batman Arkham Knight zu warten. Und es ist ja nicht so, dass im Juli gar keine Spiele erscheinen würden. In unserer Monatsvorschau gibt's den Überblick über das, was euch in den nächsten Wochen erwartet. Den Anfang macht am 1. Juli das Kampfspiel Rise of Incarnates. Das ist bereits seit geraumer Zeit im Early Access Programm von Steam spielbar, das es am Monatsersten verlässt. Rise of Incarnates setzt auf Gefechte im Format 2 gegen 2. Ihr kämpft also stets mit einem Kameraden gegen ein anderes Spielerduo. In den 3D-Arenen soll es nicht nur aufs richtige Timing beim Einsatz von Nah- und Fernkampfangriffen ankommen, sondern auch aufs richtige Zusammenspiel der Teammitglieder. Das Spiel setzt auf ein Free-to-Play-Bezahlmodell bekannter Bauart. Pro Woche ist eine wechselnde Auswahl an Charakteren freispielbar. Die Kämpfer lassen sich mit Echtgeld oder Ingame-Währung auch permanent freischalten. Außerdem gibt es natürlich zum Beispiel unterschiedliche Kostüme zu kaufen. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und einer seit Oktober 2013 andauernden Early-Access-Phase kommt Legends of Eisenwald am 2. Juli offiziell auf den Markt. Das Strategie-Rollenspiel folgt der Tradition von Spielen wie King's Bounty oder Heroes of Might and Magic. Ihr stellt Armeen auf, erobert Festungen und steuert euren Helden durch eine Kampagne, die sich abhängig von getroffenen Entscheidungen verändern soll. Gekämpft wird in rundenbasierten Gefechten. Die Entwickler versprechen für Legends of Eisenwald übrigens ein betont bodenständiges Mittelalter-Setting ganz ohne Fantasy-Einschlag. In eine ganz andere Richtung geht Rocket League, das am 7. Juli erscheint. Hier treffen Funracer und Fußball aufeinander. Bis zu 8 Spieler rasen durch Arenen und versuchen, einen Ball ins Tor zu bringen. Die Entwickler versprechen vielfältig anpassbare Fahrzeuge und realistische Spielphysik. In einem Splitscreen-Modus sollen bis zu 4 Spieler an einem Rechner fahren können und auch plattformübergreifende Matches mit Spielern der PlayStation 4-Fassung sollen möglich sein. Ein echter Klassiker kehrt am 8. Juli zurück. Dann veröffentlicht Team 17 eine Remastered-Fassung von Worms World Party, einem der vermutlich besten Partyspiele aller Zeiten mit einem der besten Theme-Songs aller Zeiten. Die Neuauflage soll der klassischen Würmerballerei beispielsweise eine höhere Auflösung und Controller-Unterstützung spendieren. Am grundsätzlichen Spiel ändert sich freilich nichts. Gespielt wird offline oder online und alleine oder mit bis zu 6 Teilnehmern. Mit Trove setzt sich dann die Liste der Spiele fort, die bereits seit längerer Zeit spielbar sind, im Juli jedoch offiziell starten. Das Sandbox-Abenteuerspiel stammt von Tryon Worlds und erinnert auf den ersten Blick durchaus an Minecraft, denn auch in Trove wird erkundet und gebaut. Mit verschiedenen Klassen, Events und zum Beispiel Dungeons spielt es sich dann aber doch deutlich anders als der Sandbox-Klassiker. Wer neugierig ist, kann ab dem 9. Juli einfach mal in die Release-Fassung reinschauen. Trove erscheint nämlich als Free-to-Play-Spiel. Mit F1 2015 geht die Formel 1 Simulation von Codemasters in die nächste Runde. Die Entwickler versprechen eine verbesserte Grafik dank neuer Engine, ein realistischeres Fahrmodell und regelmäßige Updates, damit das Spiel auf dem aktuellen Stand der laufenden Saison bleibt. Am 10. Juli geht's auf die Piste. Sowohl mit seinem Namen als auch mit seiner Optik, das Indie-Spiel Guild of Dungeoneering fällt auf. Und es hat ein interessantes Spielkonzept. Ihr lenkt in rundenbasierter Spielweise einen Helden durch einen Dungeon, den ihr währenddessen mit Hilfe von Spielkarten erst einmal selbst aufbaut. Ihr steuert euren Helden nämlich nicht aktiv, könnt ihn aber zum Beispiel mit Hilfe von Goldstücken durch den Dungeon lotsen. Obendrein müsst ihr die Verliese so zusammenklicken, dass eure Kämpfer zum Beispiel auch tatsächlich zu großen Schätzen gelangen können, deren Positionen teilweise nämlich vorgegeben sind. Not only once, but twice. Wer die beliebte Trials-Serie rund um knifflige Motorradtricks und Herausforderungen mal ganz anders erleben möchte, der wird bei der Awesome Level Max Erweiterung fündig.
Die bringt unter anderem 40 neue Strecken, Herausforderungen und Objekte für den Streckeneditor und tauscht den bisherigen Fahrer aus Trials Fusion gegen eine schwer bewaffnete Katze, die auf einem feuerspuckenden Einhorn reitet. Die Awesome Level Max Erweiterung gibt's ab dem 14. Juli als Zusatzpaket für Trials Fusion oder auch gebündelt mit dem Hauptspiel für alle Neueinsteiger. Das sieht doch wie Limbo aus, kommt vermutlich den meisten Spielern in den Sinn, wenn sie zum ersten Mal Feist sehen. In diesem Indie-Plattformer steuert ihr ein Wesen durch eine mysteriöse Welt voller Gefahren. Ihr springt durch Wälder, klettert durch Höhlen und Sümpfe. Die Schweizer Entwickler von Bits and Beasts verzichten dabei nach eigener Aussage auf geskriptete Sequenzen. Die Gegner sollen rein durch künstliche Intelligenz gesteuert agieren. Am 28. Juli gibt's mit King's Quest Der seinen Ritterstand Erinnerungen an die alten Zeiten. Die Rückkehr der altehrwürdigen Adventure-Reihe erzählt die Geschichte von König Graham, der berichtet seiner Tochter von seinen Heldentaten in jungen Jahren und genau diese Abenteuer könnt ihr dann nachspielen. Die Episode mit dem Untertitel Der seinen Ritterstand ist die erste von insgesamt 5 geplanten Episoden. Victor Wren hat noch keinen exakt festgelegten Release-Termin, soll jedoch Ende Juli in finaler Fassung erscheinen. Das Action-Rollenspiel soll sich besonders durch eine temporeiche Steuerung auszeichnen. Hauptfigur Victor kann beispielsweise auch springen und so auch den einen oder anderen Geheimraum entdecken. Für die Entwicklung zeichnet übrigens das Team von Hemimond Games verantwortlich. Die sind am besten bekannt für die Tropico-Reihe und wollten mal einen gründlichen Tapetenwechsel vollziehen. Das war's mit unserer Vorschau auf die anstehenden PC-Spiele-Veröffentlichungen im Juli. Lasst uns wissen, auf welche Spiele ihr euch besonders freut und gebt uns Feedback, falls wir ein wichtiges Spiel vergessen haben.